Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist ein Satz, was wir Muslime jeden Tag mindestens 17 Mal wiederholen. Und zigmal beim Essen, beim Trinken, beim ins Haus reingehen, eintreten, irgendwo irgendwas anfangen, haben wir diesen Satz, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah will uns damit erziehen, das irgendwann mal endlich zu begreifen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Rahman und Rahim, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, ist mit dem Wort gekommen und Allah sagt zu ihm, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich lediglich als eine Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Der Gesandte kam mit einem Wort und der Feind und die Feinde kamen immer mit dem Schwert. Der fing friedlich in der Wüste an, diese friedliche Botschaft zu verbreiten und diese bestialischen Araber, leider, ich muss sagen, Araber, die ihre eigenen Töchter lebendig begrabten, die nur mit Blutflecken ihren Lebensunterhalt erlangen konnten, die von Räuberei gelebt haben, konnten dieses Wort von so einem Mensch wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht widerstehen und nicht ab. Und deswegen, sie greifen zu dem Schwert. Aber wenn wir überlegen, wer hat dort gewonnen? Das Wort oder das Schwert des Satans? Natürlich, das Wort hat diese Gesellschaft von diesen Bestien geschwächt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war alleine. Und trotzdem kam mit Barmherzigkeit an. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihm, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ruf zu deinem Herrn mit Weisheit und schöne Rede. Lade die Menschen ein mit diesen milden Worten. Was für eine großartige Arbeit musste der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zwischen solchen Menschen leisten. Wenn wir überlegen, diesen Menschen, die auch später Muslime geworden sind, sie haben selber geredet und damit angegeben, wie bestialisch sie waren. Ich habe gelernt, immer mit Namen zu sprechen. Weil gerade heute, jetzt ist die Zeit reif geworden, dass wir gar nicht mehr mit Taqiyya reden. Wir brauchen keine Verstellungen mehr. Die Person redet von sich selber. Der zweite Khalif Umar ibn Khattab sagt, in Anführungsstrichen, sagt, ich erinnere mich noch, als ich meine kleine Tochter begraben wollte, lebendig begraben wollte, ein kleines Mädchen, trug ich sie und brachte ich sie ins Loch und ich fing an, die Erde auf sie zu schütteln und auf einmal, er hat so einen langen Bart gehabt, auf einmal, ich merke, dass meine Tochter streichelt auf meinem Bart. Ich gucke, sie wollte diesen Sand von meinem Bart wegmachen. Sie dachte, ich spiele mit ihr. Und so habe ich sie lebendig begraben. Man kann schon hier merken, durch diese Worte von einem Mensch, der wirklich zum Islam praktisch übergetreten ist,
und hat eine Spitze erreicht, sodass er von dort die Muslime führen durfte. Er hat das nicht erzählt und dabei sich bereut, sondern er wollte zeigen, wie hart er ist. Und diese Härte hat er in der Gesellschaft verbreitet, in seiner Amtszeit und im Namen des Islams. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hat mit allen Mühe und Not versucht, diesen Menschen auf den geraden Weg zu bringen. Er war barmherzig mit Menschen, die den Gestalt des Satans dargestellt haben und hat die Hoffnung niemals aufgegeben. Und wenn wir richtig überlegen, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam diese Barmherzigkeit weiter vererbt hat, dass diese Muslime damals, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zusammen waren, gelitten und geweint und gehofft, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann ihnen erlaubt, sich selbst zu verteidigen. Hamza, der Löwe Gottes, Hamza, der Löwenjäger, der nur gelernt hat, zwischen den Löwen zu sein und nicht ohne ein Löwenfell nach Hause zurückzukommen, jeden Tag. Hamza, derjenige, der gelernt hat, mit Löwen zu ringen, mit Löwen zu kämpfen. Er musste mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie ein Hase stehen und so friedlich sein und sich beherrschen. Und er musste sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam verfolgt wird, miterleben, wie er terrorisiert wird, wie er geschlagen wird von den Götzendienern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wartet und sagt: Ja, Hamza, wir müssen auf Allahs Befehl warten. Wir dürfen nichts unternehmen. Kämpfen, jemand mit Gewalt begegnen oder entgegnen, ist die letzte Wahl. Und der Löwenjäger und der Löwen Gottes Ali ibn Abi Talib a.s. und Ja'far al-Tayyar und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam stehen da und warten, dass Allah irgendwann ihnen erlaubt, sich selbst zu verteidigen. Und die sehen, wie diese Bestien um sie herum sich alles erlauben, sodass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sein Haus verlassen musste, seine Gegend verlassen musste und sich irgendwo aufhalten mit seinen Freunden und Gefährten und Familie und zugucken, zusehen, wie die anderen sich alles erlauben, was sie erlauben konnten. Und dann kam letztendlich nach langes Warten dieser Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erlaubt, zu kämpfen, aber in Grenzen so, dass sie sich nur in Schutz nehmen oder sich verteidigen. Das ist der Islam, den wir kennen. Das ist der Islam, den wir kennen. Der Gesandte hat niemals angefangen, jemanden oder beziehungsweise hat niemand niemals angegriffen. Niemals. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, er konnte ganz leicht massenweise mit dem Schwert vernichten, Menschen vernichten. Aber nein, er gab immer die Chance, dass die Menschen sich äußern, dass sie reden, dass sie zu Wort kommen. Die Feinde wussten, dass wenn Ali a.s. spricht, die Menschen von innen tötet, ihren Pharaonen in ihrer Inneren tötet, dass er sie besiegt
und dass sie dann danach gewinnt. Darauf wollten sie nicht verzichten. Und deswegen durfte er nicht reden, alaihi salam. Wie konnte man Ali alaihi salam zum Schweigen bringen? Wie konnte man so einen Mensch, der die ganzen Schlachten des Propheten sallallahu alaihi wasallam geführt hat, bis auf Tabuk, wie konnte man so einen Menschen, wie konnte diese Gesellschaft diesen Menschen zum Schweigen bringen? Sodass sie sogar seine Ehre angegriffen haben. Dass du so weit kommst, mit deiner Geduld, indem du sagst, وَصَبَرْتُ وَفِي الْحَلْقِ شَجَى وَفِي الْعَيْنِ قَدَى أَرَى تُرَاثِ نَهْبَى. Er redet so bitterlich und sagt, ich stand zwischen zwei Wahlen. Entweder nehme ich meine Hand und haue ich einfach zu, oder leiste ich Standhaftigkeit. So da war ich geduldig und in meinen Augen ist ein Stachel und in meinem Hals ist Dorn. Und sehe ich, wie mein Recht vergeht, habe ich Sabr geleistet. Der Prophet Ali ibn Abi Talib leistet Sabr. In welcher Lage war Ali alayhi salam? In welchen Lagen befand er sich? Wann hat er sich überhaupt bewegt? Dass diese Menschen sogar zu dir nach Hause kommen und wollen sie dich erniedrigen. Sie provozieren. Sie rufen von außen, wir verbrennen das Haus. Fatima a.s. wird bedroht, dass sie verbrannt wird. Wir müssen die Gesellschaft erzählen. Wir sind die ersten Opfer von diesen Menschen. Terror wurde verübt in der ersten Linie beim Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte zu seinen Gefährten, meine Fatima ist Ruhi allati bayna jambayi. Fatima ist mein Ruh. Fatima ist ein Teil von mir. Wenn Fatima zornig wird, wird Allah zornig, subhanallah. Was für eine Beschreibung. Er hat nicht gesagt, wenn Allah zornig wird, wird Fatima zornig. Nein, er sagt, Allah wird zornig, wenn Fatima a.s. zornig wird. Das heißt, Leute, begreift mal, Fatima a.s. ist vollkommen und sie kann nicht zornig ohne Grund sein. Und das ist der Beweis dafür, dass sie vollkommen ist, dass Allah wegen ihr zornig wird. Dass sie, egal aus welchem Grund sie zornig wird, befindet sie sich im Recht. Und so eine Rose bekommt Ali alayhi salam als eine Ehefrau. Stell dir mal vor, ein Teil des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ein Teil der Barmherzigkeit, aber in Gestalt einer Frau. Das heißt, wie weich war Fatima alayhi salam, wie friedlich war Fatima alayhi salam. Produkt der Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wir haben dich als Barmherzigkeit geschickt. Nicht barmherzig. Als barmherzig, das heißt, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Für die Welten, nicht für die Araber oder für die Afghanen oder für die Perser oder was weiß ich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe dich für die Welten geschickt, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und damals waren Menschen, die die Götzen angebetet haben, Menschen, die Feuer angebetet haben, da waren Christen, da waren Juden und da waren Monotheisten, Abrahamiten, die an Ibrahim alaihi salam geglaubt haben. Alle Menschen waren da und Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich schicke dich zu allen Menschen. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam ist nicht gekommen zu den Christen, hat er gesagt, ihr müsst Muslime werden oder ich köpfe euch. Nein. Der Schöpfer schickt seinen Gesandten, seinen Liebling, als allererstes zu den Götzendiener
die ihre eigenen Töchter lebendig begraben haben. Also wir reden von Bestien, wir reden nicht von Menschen hier. Wir reden von Bestien, wir reden von Tieren. Zwischen diesen Menschen geht Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und er sagt, ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وشاورهم بالتي وجادلهم بالتي احسن. So, rede mit ihnen auf die beste Art und Weise. Mild, leise, weise. So, Allah weiß, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah weiß, wer sich auf den geraden Weg befinden wird und wer sich von dem rechten Faden entgleist. Allah hat uns erschaffen und er weiß, wer von uns rechtgeleitet wird. Du hast eine Aufgabe. وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِ بِمُسَيْطِرْ. Rede mal, nur einfach, nur erinnere sie daran, dass sie zu ihren Herren zurückkehren werden. Du bist lediglich ein Warner und du kannst sie nicht kontrollieren. لَسْتَ عَلَيْهِ بِمُسَيْطِرْ. Du kannst sie nicht ändern. Du redest nur. Dein Wort ist entscheidend. Er kommt mit Wort und sie kommen mit Schwert. Sie kommen mit Schwert. Haben sie gemerkt? Wir haben Schwerter, wir haben Männer, wir haben Macht. Wir sind eine Supermacht. Und ein Mann kommt mit bloßen Händen und erobert unsere Gesellschaft. Er gewinnt die Herzen der Jugend. Diese reinen Herzen, die noch nicht verdreckt wurden, gewinnt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wie Ammar ibn Yasir. Und so hat er diese Gesellschaft aufgebaut und denen beigebracht, wofür er gekommen ist, dass die Menschen rechtgeleitet werden, und hat er sie langsam in die Welt geschickt, sodass sie zu jeder Nation gehen und dort wieder mit Weisheit und schöne Rede und Milde und Frieden den Menschen zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala einladen. Heute sehen wir diese Gesichter wieder. Heute haben wir die Zeit erreicht, was damals gewesen ist, was wir immer in der Geschichte gelesen haben, wie brutal diese Menschen waren. Das waren nur Vorstellungen, waren nur Herauslesungen aus den Büchern, wie hart sie waren, wie brutal sie waren, und haben wir uns nur Vorstellungen gemacht. Wie kann das sein? Wir hören, wir lesen Geschichte, Hussein alaihi salam wurde geköpft, hier Al-Hassan alaihi salam wurde vergiftet, alle Imame wurden entweder geköpft oder vergiftet. War nur Mord, 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 Mord. Und diese Menschen kamen nur mit Wort, 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 Wort. So dass wir am Ende merken, dass das Wort nicht gestorben ist, obwohl das die Hussein a.s. getötet haben, geköpft haben, blieb das Wort in dem Mund von Zainab. Wenn ihr euch überlegt, der Gesandte kommt zu Khadija a.s. und erzählt ihr von der Botschaft. Erzählt ihr von der Offenbarung und was Khadija alayhi salam als Frau, als erster Wesen, der an den Propheten sallallahu alayhi wa sallam geglaubt hat. Heute, wie viele Nicht-Muslime wissen, dass unsere Religion fing mit Mann und Frau an. Heute, wie viele Nicht-Muslime wissen, dass die Rechte der Frau befinden sich bei uns in unserer Religion. Wie viele wissen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die beste Unterstützung von einer Frau bekam? Wie viele wissen von den Nichtmuslimen, dass die Finanzierung der Religion Gottes kam aus der Tasche einer Frau? Wie viele wissen das? Wie viele wissen, dass die Rechtleitung zu der Menschheit, diese Übertragung der Barmherzigkeit, kam durch Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Wie viele wissen das? Selten. Fatima alaihi salam ist sogar fremd zwischen den Muslimen geworden. Es gibt viele Menschen, die wissen nicht, ob Fatima die Frau des Propheten oder die Tochter des Propheten ist. Viele Muslime wissen das nicht. Viele Muslime wissen nicht, wer war Fatima,
war Frau von Muhammad oder Tochter von Muhammad. Wisst ihr, dass Khadija alayha salam, und wir sind dran schuld, wisst ihr, dass Khadija in Vergessenheit geraten ist? Wisst ihr, dass Khadija wird nicht erwähnt? Diese beste Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist in Vergessenheit geraten. Wisst ihr, dass wir höchstens 5 Hadithe von Fatima alaihi salam haben? Wisst ihr, wenn wir heute im Internet gehen, ich habe gesucht, ganz ehrlich gesagt, weil mein Facharbeit ist was? Ist Tabligh und Da'wah. Menschen von der Irrtum herzuholen und in die Rechtleitung hineinzubringen. Versuchen auf jeden Fall. So habe ich angefangen als Kleinkind und so habe ich gelernt. Und das ist meine Arbeit. Aber als sie mir gesagt haben, Hamza, du bist eingeladen, um vorzutragen über die Ba'sa, über die Entsandung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ich sage, was soll ich dort erzählen? Ich gehe im Internet und gebe ich Al-Ba'sa. Geht auf. Zig Videos, alles Salafiten, alles Wahhabiten, reden über die Ba'tha. Ich sage, ich gebe Muhammad rein. Schreibe ich Muhammad rein, das Leben des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Alles Salafiten, von A bis Z, alles Salafiten. Und ich gucke ein paar Videos, dort irgendwo steht Basim al-Karbalai. Das ist schiitisch. Ein Mann macht Latum und jubelt oder trauert. Das ist alles, was wir haben, Schiiten, im Internet heute. Kein Vortrag von einem Gelehrten über das Leben des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Fragst du einen Gelehrten, erzähl mir etwas von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sagte dir sofort, Rasulullah hat gesagt, Ana madinatul ilm wa ali babuha. Fatima bid'atun minni. Du fragst ihn über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, erzählt er dir, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über Ali alaihi salam gesagt hat oder was er über Fatima alaihi salam gesagt hat. Aber wenn wir in den Büchern reinschauen über das Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam aus dem Munde von Ali ibn Abi Talib alaihi salam, da erstaunst du und sagst, was ist das? Was ist das für eine Beschreibung? Ist das wirklich den Propheten, den ich bis jetzt nicht kennengelernt habe, außer in meinem Gebet? Ist das der Prophet, den ich erwähne, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, oder Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad in mein Gebet? Ich denke jeden Tag an ihn 17 Mal in meinen Pflichtgebeten. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Wie will ich ihn dort erkennen, wenn ich in Qiyama vor Allah subhanahu wa ta'ala stehe? Wenn ich nicht weiß, wer der war, wer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war. Wie will ich hier erzählen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirklich barmherzig war. Aus welcher Art und Weise? Ich brauche die Autobiografie von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wer kann sie besser vorstellen als Ali ibn Abi Talib alaihi wa sallam? Wer kann sie besser präsentieren als Ali ibn Abi Talib alaihi wa sallam? Wir sind pleite, liebe Geschwister. Wir sind die Anhänger von Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sind die sogenannten Schiiten, die Nachfolger von, oder beziehungsweise Anhänger von Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was wissen wir über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Wir wissen nur ein paar Sachen. Wie er gelitten hat, wie er Fatima gelobt hat, wie er Ali alaihi wa sallam gelobt hat, wie er Hassan und Hussein alaihi wa sallam auf seinen Schoß genommen hat und sie geküsst hat. Aber wenn wir gefragt werden, erzähl mir etwas über deinen Propheten. Barmherzigkeit ist ein dämmbares Wort. Wenn ich sage, barmherzig, er war die Barmherzigkeit für die Welten, das sagen sie auch, die anderen. Aber heute wird was anderes erzählt. Die sagen, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad, alladhi bu'isa rahmatan bis-sayfi lil-alamin. Das heißt, sie loben Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der als Barmherzigkeit mit Schwert zu den Welten geschickt ist. Als Barmherzigkeit mit Schwert. Wo kommt das Wort jetzt auf einmal? Wo kommt das Wort her? Wir haben noch nie gehört, alladhi bu'isa rahmatan bis-sayf. Bu'isa rahmatan bis-sayf. Ein Widerspruch in sich.
Er ist als Barmherzigkeit mit Schwert geschickt zu den Menschen. Und mein Unterhalt befindet sich unter die Schatten meines Schwertes. So wird heute verbreitet. So ein Bild wird über Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbreitet. Was machen wir? Was machen wir Menschen? Wir sind hier verantwortlich. Wir reden jetzt über Deutschland. Wir leben hier auf diesem Boden hier. Und neben uns vermehren sich diese Bestien um uns herum. Und sie tragen diese Botschaft mit Schwert. Und wir tragen dieser Botschaft mit Wort. Und wie wäre es dann, wenn du die Wahrheit besitzt, das Wort besitzt und zusätzlich Zulfiqar von Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Die Welt hat gesehen heute ein Bild des Islams ist Schächten, Köpfen. Und wir hören Interviews von deutschen Salafisten. Das wird verbreitet jetzt im Internet. Ein Salafist geht aus Deutschland dorthin, verzichtet auf alles, was man hier an Luxus und Wohlstand hat, und zieht er sich militärisch an und steht vor der Kamera und redet. Der Reporter hat ihn gefragt, du hast selber enthauptet. Mehreren hast du enthauptet. Und hast du auch Frauen erbeutet? Kannst du mir das erklären? Hast du das erwartet? Dieses Volk hier, der nach dem Zweiten Weltkrieg das friedlichste Volk auf dieser Erde, also das friedlichste Volk auf dieser Erde bezeichnet wird. Dieses Volk hier, der dich empfängt, der dir Liebe zeigt, der dich aufnimmt, der dich versorgt. Dieses Volk wird manipuliert und er wird gewandelt zu einem, der von dort gekommen ist. So einer wie der seine eigene Tochter mit seinen eigenen Händen lebendig begraben hat. Er sagt ganz einfach, wir enthaupten diese Murtadin, diese Abtrünnige, damit wir diesen Angst in ihren Herzen verursachen. Das heißt, das ist ein Mittel des Krieges. Das heißt, ich führe einen Krieg und ich muss ans Ziel kommen. Und zwischen mir und meinem Ziel gibt es keine Grenze mehr. Und diese Frauen, die wir erbeuten diese Frauen, die keine Religion haben, Jesidi oder Kuffar, Schiiten, wir erbeuten sie, wir nehmen sie fest als Beute, weil sie Kuffar sind. Und ihre Männer werden getötet. Und wenn sie alleine bleiben, sie verbreiten und Inzucht oder Unzucht auf dieser Erde. Damit das nicht passiert, befinden sich solche Frauen in sicheren Händen. Unsere Hände. Merkt ihr diese neue Schule? Diese satanische Schule? Und du als Hussein oder Hassan oder Ali oder Muhammad sitzt du mit den anderen und schaust du dir das an und von dir kommt nichts. Hörst du einfach und schüttelst du mit dem Kopf, genauso wie der andere, der nicht Muslim, der schüttelt auch mit dem Kopf. Aber dort, wo diese Charlie Hebdo oder was das ich angegriffen wurde, die Schiiten waren so fleißig und demonstrieren, und das nehmen wir ab und wir sind nicht dafür und was das ich, und dann machen wir eine Konferenz. Laden wir die Christen ein und sitzen wir und weinen wir zusammen darüber. Weinen wir zusammen. Protestieren. Reden wir, wie bestialisch diese Menschen sind. Aber ohne Lösung. Das heißt, wir suchen nicht die Lösung. Wir fragen nicht nach der Lösung. Wir machen Konferenzen heute und einigen wir uns, dass diese Menschen Verbrecher sind. Das ist das Höchste, was man erreicht hat bis jetzt. Wieso? Das wissen wir doch alles. Und die zeigen uns, die beweisen uns mit ihren YouTube-Aufnahmen, dass sie Verbrecher sind. Wir müssen nicht unbedingt uns treffen,
damit wir uns gegenseitig bestätigen, dass wir zusammen friedlich leben können. Aber diese Menschen sind Verbrecher. Was habe ich gemacht? Wisst ihr, liebe Geschwister, dass diese Menschen haben über 1,5 Milliarden Reservisten? 1,5 Milliarden Menschen, die bereit sind, von heute auf morgen ISIS zu werden. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Warum sage ich das? Warum 1,5 Milliarden? Wie komme ich denn auf diesen Zahl? Weil jeder, der nicht auf dem Weg von Al-Bayt alayhum salam ist, bereit, ISIS zu werden. Jeder. Weil das ist die wahre Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alles andere ist manipulierbar. Was bedeutet sich auf dem Weg von Al-Bayt alayhum salam befinden? Befinden bedeutet aufgeklärt befinden. Mit Gewissheit bin ich auf dem Weg von Al-Bayt alayhum salam. Mit Wissen. Ich weiß, dass ich auf dem Weg von Al-Bayt alayhum salam bin. So muss ich erzählen. Ich muss wissen selber. Ich muss davon überzeugt sein, ich bin auf dem Weg von Al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann bin ich abgesichert. Aber ich muss was sagen. Letzte Woche war ich bei so einer Konferenz. Und da waren vom BKA da, waren Schiiten, waren gemäßigte Sunniten und waren Christen und was weiß ich, was da alles eingeladen wurde. In etc. Und wir sitzen und hören. Und auf einmal, während der Pause, kommt ein Imam von einem Masjid. Ich will nicht den Ort nennen und nicht den Namen. Die Person weiß. Auf jeden Fall hier in Deutschland. Klopft auf meinen Rücken, erkennt mich. Sagt, Shia Hamza. Ich sage, ja. Ich sage, ich habe dich gesucht. Bitte schön. Ich sage, ich bin der Imam von die und die Moschee. Und ich muss dir was sagen. Vor kurzem ist eine schiitische Familie, gibt es eine schiitische Familie, die zwei Kinder verloren hat. Ich sage, wie verloren? Zwei Kinder sind ISIS geworden. Ich sage, wie? Ich sage, nicht nur das. Und auch eine Schwester, die von einer guten schiitischen Familie kommt, ist ISIS geworden und sie ist unterwegs nach Irak, um Jihad al-Munakaha zu machen. Ich sage, wisst ihr, weißt du noch, seitdem wir aufgehört haben, die Moscheen zu besuchen, seitdem die Schiiten uns angefangen haben zu bekämpfen, seitdem die Schiiten ihre Zähne gezeigt haben, dass sie für Geld alles machen würden, sogar deine Würde anzeigen können, hier angreifen können, seitdem ihr uns nicht mehr habt, passiert sowas. Weil, wenn du eine Moschee hast und du bringst einen Khoja oder einen Imam, ein Rausachun aus Iran oder aus Afghanistan oder aus Libanon. Und der macht nur natürlich auf der Sprache, die er kennt. Er kommt hier und sitzt und redet über Hussein a.s. Wem erzählt über Hussein a.s.? Erzählt die ältere Generation. Und nur die ältere Generation versteht diesen Muballigh. Redet, weinen wir, schlagen wir uns die Brüste kaputt und er geht nach Hause und wir gehen nach Hause und wir wissen nicht, was wir verbrochen haben, dass diese Menschen, die hier nur Deutsch sprechen können, nichts mitbekommen haben. Gar nichts. Und nehmen wir das auf die leichte Schulter und wir wissen nicht, dass es unsere Zukunft. Wir wissen nicht, dass diese Kinder, wenn sie zur Schule gehen oder an der Uni gehen, sie dort richtig perfekt Deutsch sprechen und verstehen. Bringen Sie uns eine Lehre nach Hause. Alladhi bu'itha rahmatan bis-sayfi lil-alamin. Muhammad ist mit dem Schwert als Rahma, als Barmherzigkeit zu den Menschen, zu der Welten geschickt worden. Ich weiß es nicht, dass diese Person, dieser Junge oder dieses Mädchen, diese kleine Wesen, die wir unterschätzen, sind wie Schwamm. Nehmen alles auf, was sie aufnehmen können. Kommen sie einfach und speichern dieser Hass in sich. Und irgendwann kommt eine Intifada zu Hause, kommt ein Aufstand. Papa, du bist ein Muschrik. Warum sagst du, ja Ali Madad? Warum sagst du, ja Hussein? Sag nur, ja Allah. Und du
hast du dich für diese Frage gar nicht vorbereitet. Er aber, er kann rational denken. Er kann sehr aktuell denken. Er kann mit dem Computer umgehen, wie du mit deinem Zahnstocher umgehst. Und auf einmal kriegst du so eine Frage, kannst du mir deinen Imam Ali aus dem Koran beweisen? So fängt das an. Und du fängst du an zu philosophieren. Innama waliikum Allah wa rasuluhu wa alladhina amanu. So wie diese alte Geschichte, lernen wir so und dann sagt, nee. Das ist kein Beweis. Ich habe gelernt, dass man die Aqida eindeutig zeigen kann aus dem Koran. Ich kenne die Aqida von meinen Schulkameraden so. Die Prophetentum, das heißt, Muhammad ist der Prophet Gottes. Und Koran sagt, Muhammad und Rasulullah. Ist eindeutig. Die Einzigkeit Gottes, Tawhid, Allahu la ilaha illahu. Allah ist der einzige Gott im Koran. Al-Mi'ad, das heißt, dass man wieder aufersteht. Huwa alladhi yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Er lässt euch sterben und lässt euch zum Leben kommen und er ruft euch hervor. Das heißt, das ist eindeutig. Jetzt bitte, Papa, bring mir dein Imam aus dem Koran. Muhammad Rasulullah, bring mir Ali und Waliullah aus dem Koran. Du stehst, du willst anfangen mit Verse, die du gehört hast von dem Scheich. Einfach so, dass es wegen Ali a.s. gekommen. Machst du so einen Umweg, er wartet auf eine Antwort, auf einen direkten Antwort, so wie der andere gesagt hat, wie sein Kollege gesagt hat, wie er ihn das verklickert hat. Deine Eltern sind Muschrikin und du gehst in die Hölle, deine Eltern gehen in die Hölle, du musst sie rechtleiten und was weiß ich. Und so vergiften sie dieses Denkvermögen von diesem Menschen und stehst du da sprachlos. Er kann aber dich nicht verstehen, wenn du ihm irgendwas sagst auf Arabisch, wenn du ihm irgendwas erzählst auf Arabisch. Du sagst, was heißt das? Ich kenne die Begriffe gar nicht. Kannst du bitte das auf Deutsch erzählen? Aber du kennst die Begriffe auch nicht auf Deutsch. Du hast von dem Sheikh das gehört. Jetzt erzähl mir bitte, was heißt Maula auf Deutsch? Waliullah, ich würde gerne wissen, was heißt Waliullah? Du rufst doch, du lebst hier in Deutschland und du hast mich hier geboren, du hast mich hier gezeugt. Ich bin hier aufgewachsen und du hast mir Lehrer geschickt oder gegeben, die mir auf Deutsch was beigebracht haben. Und meine Schulkameraden sprechen perfekt Deutsch und ich spreche perfekt Deutsch und ich verstehe nur 40% Arabisch. Ich weiß sagen, ich kann sagen, ich habe Hunger, ich habe Durst, wie heißt du und so weiter und so fort. Und alles, was für zu Hause gehört, aber was hier in dem Koran ist, da hast du nicht zu sagen. Ich erzähle dir jetzt. Und dann fängt an was? Das Kind dem Vater zu erziehen. Und fängt der Vater seine Finger zu beißen. Und sucht nach einer Lösung. Und wir geraten allmählich in der Vergessenheit. Und auf einmal sehe ich einen Feind bei mir zu Hause. Erzfeind. Er ist nicht Christ geworden. Er ist nicht Christ geworden und sagt, wer dich auf der rechte Wange schlägt, gib ihm die linke. Nein. Das ist ein Biest bei dir zu Hause. Du bist für ihn ein Muschrik. Nicht nur Muschrik. Nicht nur Muschrik, liebe Geschwister. Du bist ein Murtad. Und ein Murtad ist Wajibul Qatl. Murtad muss getötet werden. Muschrik, Asli, das heißt, wenn man Muschrik ist, grundsätzlich Muschrik, muss er zum Islam eingeladen werden. Und so lange mit ihm geredet, bis er glaubt. Es gibt keine Todesstrafe für einen Muschrik, der Muschrik Asli ist. Aber wer Murtad wird, Al-Murtad Yuktal. Bei den Extremisten unter den Extremen, Al-Murtad La Taubata Lahu. Das heißt, der Murtad hat kein Tauba. Das heißt, es gibt keine Reue. Du kannst sagen, oh mein Sohn, vergib mir. Aber nein, sein Herz ist schon tot
erstmal, dass er Ali a.s. nicht mehr hat, dass er Fatima nicht mehr hat, dass er Hassan und Hussein a.s. nicht mehr hat. Er hat ganz andere Personen, die gelernt haben, mit Blut zu lieben. Und er sieht jetzt und lernt, wie man schächtet. Heute wird beigebracht, wie man schächtet. Heute wird beigebracht, wie man schächtet. Ich stelle jetzt eine Frage. Und bitte antwortet alle ganz ehrlich. Ich möchte gerne wissen, wer hat von mir das Video gesehen? Ist ISIS das wahre Gesicht des Sunnitentums? Bitte Hand hoch. Eins, zwei. Das sind Albertul. Ich rede jetzt von den Anwesenden. Eins, zwei, drei. Wisst ihr, liebe Geschwister, was das heißt? Vier von den Schwestern. Vier Leute hier, das sind nicht mal 2%. Also, wisst ihr, was das heißt? Ich habe das auf Deutsch gemacht für eure Kinder. Und ich mache das seit 2009. 2009 deutsche Vorträge im Internet. Dort werden Steine aufgeklärt. Dort kann ein Stein Muslim werden. Glaub mir das. Ich rede nicht, weil ich das gemacht habe. Nein, ich rede, weil das ist eine Erfahrung, die 30 Jahre alt ist. Dort von diesen Menschen, von diesen Vorträgen, kriegen wir E-Mails täglich, wirklich unvorstellbare Erlebnisse von Menschen, die Ahlul Bayt alayhum salam lieben, anfangen zu lieben haben, weil sie diese Vorträge gesehen haben. Ist ISIS das wahre Gesicht des Sunnitentums, haben wir das genannt? Warum habe ich das gemacht? Ich will nicht sagen, Sunniten sind ISIS. Nein, um Gottes Willen. Ich habe das Wort Sunnitentum genommen mit Absicht. Und habe ich das in Frage gestellt. Weil niemand kann sagen, dass diese ISIS Christen sind oder Schiiten sind. Gar nicht. Sie geben stolz damit an, wir sind Sunniten. Ob wir wollen oder nicht, wir sind Sunniten. So, die anderen, die gemäßigten Sunniten, verneinen das. Nein, die sind keine Sunniten. Aber wir haben die Wurzeln behandelt. Wir haben geguckt, wovon habt ihr eure Vorstellung des Islams? Woher begründet ihr, dass ihr Menschen schächtet? Wisst ihr, woher man begründet, dass man heute einen Mensch schächtet? Nicht aus irgendeinem Buch, der nicht bekannt ist, sondern von einem der besten Bücher von denen, nämlich Sahih al-Bukhari. Und jeder, der den Sahih al-Bukhari verleugnet, tritt aus dem Weg des Sunnitentums aus. Das heißt, der wird abtrünnig, der wird nicht mehr Muslim. Und von dort, in diesem Buch steht geschrieben, dass der Gesandte angeblich gesagt hätte, sallallahu alaihi wa sallam, Alla, ya ma'ashara Quraysh, laqad ju'tukum bil-dhabh. Das heißt, oh ihr Volk von Quraysh, ich bin zu euch mit dem Schächten gekommen. Mit dem Schächten. In dem Video, und das empfehle ich, wenn ihr nach Hause geht, bitte, guckt euch das an. In Al-Azhar al-Sharif, und das ist kein ISIS, das Anti-ISIS, richtig? In Al-Azhar al-Sharif wird dort unterrichtet, in einem Buch heißt Al-Iqna. In diesem Buch steht geschrieben, da werden Kinder unterrichtet, ab 3. Klasse dort, werden Studenten unterrichtet, dass man, wenn man sich in Not befindet, in einigen Stellen steht nicht, wenn man sich in Not befindet, dass man einen Nichtbietenden töten darf und essen. Du darfst ihn töten und essen. Steht nicht auf Essen oder teilweise von ihm essen. Kannst du ihn essen. Ne? Das heißt, Yajuzu, Qatluhu, wa Akluhu. Das heißt, man darf ihn töten und essen. Du darfst einen, wenn du Hunger hast, du darfst einen Nichtbietenden, das heißt, dort wird unterrichtet. Egal, Schiite oder Sunnite, Schiite sowieso Murtad, aber Sunnite. Wenn er nicht bietet, man darf ihn schächten und aufessen. Jetzt. Das wird gedruckt jedes Jahr, das Buch. Und das wird unterrichtet, dort in Al-Azhar. Und wir fragen uns jetzt, woher kommen diese Bestien auf einmal? Das ist wie Ajuj und Majuj min kulli hadbin yansilun. Das ist wie dieses Hogu und Mogu, dieses
Auf einmal siehst du, tausende von Menschen sind da. Und diese Menschen sind alle bereit zu schächten. Alle sind bereit zu schächten. Woher kommt das auf einmal? Woher auf einmal gibt es ISIS? Sind die aus dem Himmel gekommen? Sind sie aus anderen Planeten gekommen? Nein. Ich sag das und ich bin mir sicher. All diese Menschen haben ihre Gedankengut aus Al-Azhar. Und ich bin dafür verantwortlich zu dem, was ich sage. Und jetzt gibt es einen großen Aufstand in Al-Azhar. Dort, die Medien spielt verrückt. Was gibt es denn hier? Wie wird unsere Generation, wie werden unsere Kinder vergiftet? Wisst ihr auch, dass Abu Bakr al-Baghdadi Ikhwan Muslimin war? Er war Muslimbruderschaft, von der Muslimbruderschaft. Das heißt, er war gemäßigt. So, jetzt gehen wir ins Detail. Jetzt, was macht ihr? Erzählt uns jetzt bitte schön. Diese Frauen zu vergewaltigen im Namen des Islams. Ganz einfach, sagte dir hier. Mulkul Yamin. Das ist dein Besitz. Du hast sie einfach genommen. In Al-Azhar wird unterrichtet, dass eine Frau, wenn sie festgenommen wird im Krieg, ob sie gekämpft hat oder nicht, wenn sie festgenommen wird, du darfst sie nicht töten und essen, wenn du Hunger hast, nicht weil sie Ehre hat, nicht weil sie als Mensch eine Ehre besitzt, sondern weil sie einen Besitzer hat zwischen deinen Kameraden, Kriegskameraden. Das heißt, jemand hat Anspruch drauf und deswegen darfst du sie nicht töten und essen. Ansonsten hat sie keine Ehre. Wenn sie keinen Besitzer hat, wenn keiner von deinen von deinen Kampfkameraden keinen Anspruch drauf hat, darfst du sie töten und essen. Kinder genauso. Und das ist nicht bei Abu Bakr al-Baghdadi, das ist in Al-Azhar. Und das ist nicht eine Geschichte, die damals gewesen ist, vor 700 Jahren. Nein, das wird aktualisiert jedes Mal. Und da kommt ein neuer Mufti, der dir das beibringt, der erklärt dir das. Diese Fiqh. So, jetzt wenn wir sagen, wir wollen das lösen, jetzt mit dem das Phänomen von ISIS. Deswegen, wir wollen uns nicht treffen, damit wir darüber gegenseitig zeigen, dass wir weinen oder jammern, ne? Sondern wir wollen gerne wissen, wie kann man sowas lösen. Wir hier als Muslime, als Mitbürger, wir müssen uns etwas bewegen und sagen, der Staat ist verpflichtet, solche Terror zu verbieten, hier verbreitet zu werden in den Moscheen. Diese Terror wird in den Moscheen unterrichtet. Hier, wisst ihr, dass hier, und wer weiß, ob das hier in der Umgebung, wird unterrichtet und beigebracht, wie man schächtet. Und in dem Video habe ich gezeigt, dass da ein Mann sitzt, ein Scheich sitzt, und sitzen die Schüler vor ihm, die unschuldigen Muslime. Ich sage, das sind irregeführte Muslime. Und wir sind verantwortlich dafür. Wir sind da verantwortlich dafür, dass sie die Wahrheit nicht kennen. Wenn Imam Mahdi a.s. erscheint und wenn wir sagen, oh Allah, ajjil li dhuhuri al-faraj, wir sagen ajjil, und dann nachher, wenn er kommt und sagt zu dir, hier, dein Nachbar hat von mir gar nicht gehört. Dein Schulkamerad hat von mir gar nicht gehört. Ich denke, ich soll mich beeilen. Wofür? Gehöre ich dir oder ihm auch? Bist du nicht verpflichtet, mich bei ihm bekannt zu machen? Er hat von mir gar nicht gehört. Hier wird unterrichtet, wie man schächtet. Und derjenige, der das erklärt, ist einer, der hier zwischen uns lebt. Der kann dein Nachbar sein. Der vielleicht so gepflegt aussieht, nicht wie Salafi, aber inhaltlich ist er Salafi, ist er Wahhabi. So. Diese Informationen erzählt uns Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ist ein Exegete. Und von diesen Qurtubi nehmen alle Mufassirin, alle Rechtsschulen, das heißt Al-Hanbali, Al-Shafi, Al-Malki, Al-Hanafi, die nehmen von Al-Qurtubi.
Al-Qurtubi bringt dir bei, erzählt er dir haargenau, wie du schächtest. Er sagt nichts. Du nimmst nicht das Schwert und haust du einfach seinen Kopf weg und hauptest du ihm. Nein, du musst das Schwert so nehmen und dann versuchst du Hazr-Ras. Das heißt, du versuchst eine Spalte zu verursachen hier zwischen Kopf und Körper. Und so lange, und genießt du auch, machst du das so langsam, bis der Kopf vom Körper getrennt wird. Das hört sich so sadistisch an, aber das kann jeder heutzutage sehen, wie die Menschen das zeigen auch. Das heißt, das, was theoretisch in den Büchern zu lesen ist, wird ins Praxis umgesetzt. Und wir Schiiten, Anhänger von Al-Bayt alaihissalam, machen wir Ziyara zu Hussein alaihissalam, nennen wir ihn Ya Rahmatullah al-Wasi'a wa Ya Baba Najat al-Umma. Du sagst zu ihm, du bist die Barmherzigkeit Gottes, die breite Barmherzigkeit Gottes und die Tür der Errettung dieser Umma, dieser Nation. Redest du mit ihm, Imam Hussein alaihissalam? Warum versuchen wir nicht diese Rahmatullah al-Wasi'a wirklich ins Praxis zu setzen? Warum gehen wir nicht auf Straßen und erzählen wir die deutschen Mitbürger hier, dass der Islam nicht so ist wie diese Menschen, wie diese Menschen den Islam darstellen, wie sie das vorstellen? Sondern wir müssen lernen, die Barmherzigkeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Wirklichkeit zu verkörpern, vorzustellen. Die Menschen brauchen heute den wahren Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil sie wissen, jetzt können sie unterscheiden. Das ist nicht wie vor 10 Jahren, Muslim ist gleich Muslim. Nein, heute der Deutsche kann sagen, das ist ein Salafist. Alhamdulillah, das ist ein Salafist. Er kann sagen. Der Deutsche kann dir sagen, das ist ein Salafist. Und das ist ein Schiite. Heute können Sie unterscheiden. Das ist ein Muslim und das ist ein Islamist. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Arbeit. Wir brauchen nicht so viel Arbeit. Wir haben so viel zu tun, intern und extern. Wir müssen diese Sachen nicht uns erzählen. Wir Schiiten, okay, wir sind vielleicht jetzt überrascht, dass sowas sich befindet in den konservativen Büchern, beziehungsweise die liberalen Bücher der normalen Sunniten. So. Aber das muss jeder Muslim wissen. Das muss jeder Muslim wissen. Und sowas müssen wir, also wenn wir das vorstellen, müssen wir auch Alternative zeigen. Was gibt es denn als Ersatz? Jetzt erzähl mir du im Krieg, was machst du als Schiite jetzt, wenn Krieg ausbricht? Und du hast auch, du bist anstelle von ISIS. Was würdest du denn machen? Schiitentum verbietet. Selbst der Krieger, der vor dir steht, wenn er sich umdreht und abhaut, darfst du nicht hinterher rennen und ihn töten. Schiitentum bringt dir bei, eine Frau, wenn sie vor dir steht und sie erschießt dich oder sie will dich erschießen, darfst du sie nicht töten, weil sie eine Frau ist. Schiitentum bringt dir bei, wenn du irgendwo ein Land eroberst oder ein Dorf eroberst, im Krieg, in Verteidigungszustand, das heißt in Verteidigungslage, gehst du in einem Dorf und eroberst du das Dorf, darfst du keine Kirche zerstören, darfst du keine Synagoge zerstören, darfst du keine verschlossenen Häuser aufbrechen und die drinnen sich aufhalten, Angst einjagen, Angst, nicht töten, nicht schächten, Angst darfst du denen nicht, Angst, keine Angst einjagen. Die dürfen keine Angst haben vor dir. Schiitentum bringt dir bei, wenn du dort keinen Widerstand siehst, dann sind sie von Allah dir anvertraut. Diese Menschen sind von Allah dir anvertraut. Schiitentum bringt dir bei, wenn du Geiseln hast, wenn du Festgenommene hast, darfst du sie nicht töten. Und was sehen wir heute? Die Menschen werden festgenommen und kaltblütig. Geschächtet nur, warum? Ich versuche diese Menschen zu verstehen. Ich gucke mir das an. Jetzt ist das Herz so hart geworden, dass man sich wirklich das anguckt. Ich will gerne wissen, wie denken diese Menschen. Einer oder ein paar Leute haben sie festgenommen unter diesen Menschen. Sie wollen wir gerne wissen, was ist ihre Schuld? Warum werden sie geschächtet jetzt? Warum nicht gleich erschießen und sind die weg? Nein, sie müssen geschächtet werden. Was war schuld? Er nimmt sein Handy raus und zeigt, jetzt kommt, wird
verurteilt. Er spielt gleich den Richter und den Mörder, der gleich richtet und tötet. Er sagt, guck mal, was haben wir gefunden? Hier sind ein paar Namen auf seine Anrufliste und diese Namen gehören den und den und dem, was ich, und das sind alle Soldaten. Und das soll ein Grund sein, diesen Mensch zu schächten. Nur weil Freunde hat, die in Bashars Soldaten arbeiten, oder was, Armee, bei der Armee sind. Wo gibt's das? Wo gibt's das? Wo ist Koran sagt, wer eine Seele tötet im Unrecht, zählt so, als ob man die ganze Menschheit getötet hat. Und wer eine Seele zum Leben ruft, zählt so, als ob man die ganze Menschheit zum Leben ruft, subhanallah. So eine Ehre hat der Mensch, so eine Ehre, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass der Mensch eine Ehre besitzt, die bei Allah subhanahu wa ta'ala viel würdiger und höher als die Ehre des Kaaba, der Kaaba. Da, wo die ganze Menschheit hingeht und sagt, labbaik Allahumma labbaik. Und ohne Kaaba gibt es kein labbaik Allahumma labbaik und gibt kein Hajj. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wenn du zu mir kommst, komm mal zu Kaaba und dort empfange ich dich. Allah sagt, diese Kaaba hat keine Ehre, so wie ein Mensch. Ein Mensch. Abgesehen jetzt von einer Frau oder ein Kind, ein Unschuldiger. So. Wird getötet ohne Ende. Und wir sind Zuschauer. Wir sagen, ja, was sollen wir denn machen? Dort sind unsere Leute auch, sind die auch im Gange, aber wisst ihr, wir glauben, dass eines Tages der Sufyani kommt und der wird Damaskus oder Scham regieren. Das steht in unseren Büchern. Wenn der Sufyani nicht regiert, gibt es keine Erscheinung. Das heißt, wie schlimm wird das noch? Wie schlimm wird das Ganze noch? Wir lesen in unseren Büchern, die über die Erscheinung sprechen, dass der Sufyani, das, was sie heute machen, ist nichts im Vergleich zu dem, was Sufyani machen wird. Der Sufyani wird die kleinen Kinder sammeln und in einen großen Topf, Riesentopf reintun und mit Öl braten. Welche Kinder? Der Hassan, Hussein, Mohammed und Fatima heißen. Und die Welt wird zugucken, wie heute. Die Welt guckt zu. An einem Tag haben sie 1700 Menschen geschächtet, getötet. In Mosul. Und die Welt hat zugeguckt. Nur Schock. Oh, was ist los? Jetzt haben sie nur Angst, dass diese Menschen hier wieder zurückkommen. Ihr braucht keine Angst haben, dass diese Menschen hier zurückkommen. Nein, davon braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr sollt Angst haben vor diesen Menschen, die hier schlafen. Die hier sind. Ihr sollt Angst haben vor diesen Menschen, die, wenn du ihnen Assalamu alaikum sagst, kein Alaikum Assalam wiedergibt. Ihr müsst wissen, dass dieser Desodok dort, der auch schächtet und enthauptet, ein Schüler von Pierre Vogel ist. Wir müssen wissen, dass Pierre Vogel ist eine Riesenmine, die wirklich auf jede Zeit wartet zu explodieren. Wir müssen wissen, dass diese Menschen, Abu Dujana und Pierre Vogel, und der andere, Abu Naji, all diese Menschen, die hier Hass gepredigt haben, das war alles Theorie. Und glaub mir, sie leben, all diese Menschen leben mit Taqiyya. All diese Menschen leben mit Taqiyya. Und Pierre Vogel hat selber gesagt, dass die Taqiyya ist ein Bekenntnis, was sich in dem Koran befindet und ist es legal. Du darfst Taqiyya benutzen. Das heißt, er verstellt sich. Irgendwann, jetzt hat er auch das gesagt, es gibt eine Aufnahme von ihm, wo er selber auf den Tisch haut und sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ja, ma'ashara Quraysh, ala qad ju'tukum bidhabh, sagt er selber, oh ma'ashara Quraysh, ich bin zu euch mit Dabh gekommen. Das heißt, das ist erstmal die Vorbereitung, Theorie. Die haben noch nicht die Möglichkeit. Noch nicht, ich sagte, haben noch nicht die Möglichkeit. Aber wer kann das verhindern? Ich war mit meinen Brüdern da unterwegs gestern und hab ich denen gefragt. Ich sage, guck mal, wir arbeiten auf diesem Weg seit Jahren. Jetzt ist das anders als früher.
jetzt kann jederzeit jemand hier kommen auf der Autobahn und uns weiterführen unter Vortäuschung, als wäre Polizei mit blauem Licht, bitte folgen und du folgst. Uniform und alles ist bereit. Gehst du hinter ihm, aussteigen, schächten. Du musst damit rechnen. Weil Küchenmesser hat jeder heute. Und der Wille ist da. Der Wille ist da. Weil ich lese auch, wie sie schreiben in Facebook und im Internet. Hamza, Shia Hamza, dein Kopf wird auch irgendwann mal rollen. Das heißt, ich rechne natürlich damit. Das kann man nicht mehr vermeiden. Wir tragen eine Botschaft, die sowas kostet. Hussein a.s. ist unser Beispiel. Ich habe natürlich geantwortet, bevor mein Kopf rollt, rollen inshallah 100 davor. Das ist nicht mehr die Zeit, wo man sich billig gibt. Das ist nicht mehr die Zeit, wo man sagt, bitte schlag mich nicht. Nein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er schwört, wallahi, wenn ich sie sehe, ich würde sie so töten wie Adin wa Thamud. Das sind die Khawarij. Aber wir dürfen gar nicht anfangen. Aber die Zeit kommt. Ich sage, die Zeit wird kommen. Jetzt hören wir, sie haben dort angegriffen. Okay, da gibt es, sagen wir, Streit zwischen den Anfängern von dieser Zeitung und diese Verbrecher. Beide sind Verbrecher. Aber dieser Deutsche, der aufgenommen wurde im Irak, haben sie ihn gefragt, was würdest du denn machen, wenn du nach Deutschland zurückkehrst? Er sagt, ich werde die Schiiten schächten. Unser Ziel ist Schiiten schächten. Er sagt, wollt ihr 150 Millionen Menschen schächten auf dieser Erde? Er sagt, 150, 200, 250, 500 Millionen, egal wie viele, wir werden sie schächten. Das heißt, ihr Ziel ist bekannt. Sie planen und sie tun auch. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dass sie bis jetzt die Chance nicht gehabt haben, das zu erfüllen, was sie vorgehabt haben. Merkt ihr, wo sie sind? Die sind in Mosul, in Shimal al-Iraq, das heißt im Norden von Irak. In Syrien, dort wo die Dörfer, die sie aufgenommen haben, deswegen, ich sage, 1,5 Reservisten haben sie. Dort wurden sie aufgenommen und dort wurden sie unterstützt und dort wurden die Frauen ihnen gegeben und dort haben sie alles gegeben, was sie gewollt haben. Und am Ende sagt ISIS, es gibt keine Kompromisse. Wir sind jetzt an der Macht und ihr, weswegen ihr uns geholfen habt, vielen Dank, bleibt ihr beiseite, wir regieren. Und die sagen, Alladina yuharibun Allah wa Rasulah. Und zeigen sie bei sich, das heißt, wir sind Allahu wa Rasulah. Und jeder, der was dagegen hat, nicht dass du kämpfst, nein, du musst nur was dagegen haben, ob Sunnit oder Schiite, egal was du bist. Wenn du nicht mit dem islamischen Staat einverstanden bist, wirst du geschächtet. Was bitte, warum? Ich habe früher mich mit den Hizb ut-Tahrir beschäftigt, weil es gab viele Schiiten, die von Hizb ut-Tahrir überzeugt waren, manipuliert wurden, weil sie so schöne Worte verbreiten, Dawlat al-Khilafa und was ich damals haben sie von Dawlat al-Khilafa geredet. Und Hizb ut-Tahrir ist basiert auf Dawlat al-Khilafa, das heißt diese Khilafa-Theorie. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt hier gucken, was überhaupt die Literaturen von diesen Menschen, das war so ein kleines Büchlein, habe ich gelesen und dann lese ich drinne, wenn die Gemeinde, wenn die Umma sich für einen Khalif entscheidet und dann kommt ein anderer, der sich auch als Khalif betrachtet oder kommt ein Oppositioneller, der sagt, ich bin dagegen, dass du ein Khalif bist, so köpft diese Menschen. Quelle, Sahih al-Bukhari. Was ist Hizb ut-Tahrir? Hizb ut-Tahrir sind keine Salafisten. Das sind gemäßigte Muslime. Gemäßigte. Ich lese das vor bei diesen Menschen. Ich sage, was ist das jetzt? Das ist Diktatur. Ich sage, was denkst du? Was war dieser Krieg in Harb al-Ridda von dem ersten Khalif, als er diesen Menschen getötet hat? Warum hat er das gemacht? Und sie nehmen... Die, den, als Erlaubnis
von den Taten von den ersten Khalifen. Sagt, er hat das gemacht, das heißt, das ist Scharia. Das heißt, wir dürfen das auch machen. Und Ibn Umar hat das gesagt und Umar hat das gesagt und so weiter und so fort. Das heißt, diese Erziehung, diese Lage befindet sich heute in ihren Literaturen. Und ich glaube, wir sind jetzt verpflichtet, die Behörden wach zu machen. Leute, das wird unterrichtet hier. Warum darf kein Nazi denn an der Macht kommen? Weil sie Erfahrung haben, ein Nazi würde niemanden anders akzeptieren, der anders denkt. Und diese Menschen, die haben mehr gemacht als die Nazi. Und sie machen immer noch mehr als die Nazi. Ich denke, das ist schon vorbei. Und demonstrieren und protestieren, das bringt alles gar nicht mehr. Es bringt gar nichts mehr. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen einfach Anwälte beauftragen. Leute, wir müssen jetzt hier uns bewegen. Diese Bücher dürfen nicht mehr existieren. Wir haben Angst um unsere Kinder. Es wird hier missioniert in der Uni, in den Schulen. Es gibt Gifte, es gibt Schlangen zwischen unseren Kindern. Wenn dein Sohn nach Hause kommt, frag ihn. Fragt eure Kinder. Was herrscht da in der Uni unter den Muslimen? Die werden euch sofort sagen, es gibt Lobbys, es gibt hier Gruppen dort, die jeden Menschen mit Achi ansprechen. Achi, komm, betest du? So kommen sie an. Betest du? Fastest du? Achi, wir sind Muslime. Achi, wir leben zwischen die Kuffar. Achi, 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 mit so schönen Worten bist du auf einmal Achi. Und dann kommt von dir dieses Ach, was habe ich bloß gemacht? Wir müssen dort besuchen, also diese Lehrer besuchen, die Direktoren besuchen und mit den Direktoren sprechen. Ihr müsst solche Missionäre hier, Missionare zwischen euch verbieten. Die müssen verboten werden, weil anders geht das nicht. Wir können nur so können wir diese Gefahr drosseln. Nur so. Wir können das einfach nur mitwirken, dass das gedrosselt wird. Ansonsten geht das nicht. Mehr als Frieden können wir, mehr als wir können nicht. Wir können nicht die Waffen nehmen und losschießen. Das geht ja nicht. Wir müssen einfach versuchen, das zu stoppen. Und viele nehmen das auf die leichte Schulter. Wirklich. Also wir haben mit Behörden geredet. Wir waren eingeladen in Trier und sie kamen auch zu uns, diese Sicherheitsbehörden. Wir haben mit denen geredet und gesagt, Leute, die Minen sind zwischen uns. Und derjenige, der nachher sich im Bahnhof in die Luft sprengt, der tötet deinen Sohn und meinen Sohn. Der tötet dich und mich. Diese Terroristen haben keine Grenzen. Wir müssen nicht warten, bis sie Terroristen werden. Wir können vielleicht das heute ändern. Meine lieben Geschwister, wir haben so viele von denen entschärft. Wir haben so viele. Jetzt gibt es Internet, wir können das per Internet machen. Aber früher waren wir immer unterwegs. Wir sind von Haus zu Haus gegangen, wie die Zeugen Jehovas. Wir sind bei Familien gegangen, die wirklich gefährdet waren von ihren Kindern, dass ihre Kinder nach Afghanistan damals reisen wollten. Und so, dass durch diese Lehre der Ahl-Bayt alaihimussalam wurden diese Menschen entschärft und sie sind von dem besten Prediger der Schiiten geworden. Und jeder von uns ist jetzt verantwortlich dafür. Wir müssen lernen, das, was wir haben, weiterzugeben. Wir müssen lernen, wirklich das, was wir haben, zu schätzen. Und nicht einfach sagen, ich bin der Schiit, ich gehe ins Paradies, alle Menschen gehen in die Hölle, mich interessiert das andere gar nicht. Nein, heute ist nicht mehr so. Heute ist die Zeit, die wir haben, bis Tag der Erscheinung, das ist die Zeit der Arbeit. Wir müssen was machen. Wir müssen nicht sagen, Wallah, yalla, Hezbollah macht dort in Syrien seine Aufgabe und Alhamdulillah, er kämpft für uns, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie und seine Fahne bei mir und Sayyid Hassan sallallahu alaihi wa sallam. Das ist nicht nur ihre Aufgabe. Sie müssen nicht ihr Blut für uns ausgeben. Nein. Wir müssen auch diesen Druck gegen diesen Menschen versuchen zu vermindern, indem wir hier was machen. Weil die meisten Terroristen, die sich dort befinden, kommen aus Europa. Hier haben sie die Freiheit zu lernen. Und hier hast du die Freiheit zu sprechen. So, dann rufst du deinem Weg, zum Weg deines Herrn, mit Weisheit und Güte und Milde und Frieden und
Insha'Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Versammlung hier annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah weiter in Verbindung bringen, sodass wir voneinander profitieren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah die Möglichkeit geben, beziehungsweise die Chance geben, seinen Imam zu treffen, zu sehen, sodass letztendlich inshallah die Gerechtigkeit auf dieser Erde sich verbreitet. Langsam, langsam verlangt die Welt, nicht nur die Schiiten, nach unserem Imam. Seid stolz, ihr Anhänger von Imam Zaman, salamullah alaih. Die Menschen rufen nach euren Imam und wir müssen auch von unserem Imam was vorbereiten. Bei Haqqi Muhammad und Ali Muhammad verlassen wir, sagen wir, diese Bühne sozusagen. Und inshallah treffen wir uns öfters. So, und wir stellen uns in euren Dienst, inshallah. Was wir helfen können, wo wir helfen können, werden wir inshallah nicht zögern. So mit Salat ala Muhammad und Ali Muhammad und die Fatiha für unsere Shuhada und unsere Amwat und mit Dua für unsere Kranken inshallah beenden wir diesen Vortrag mit Salat ala Muhammad und Ali Muhammad nochmal und Al-Fatiha. Allahumma salli ala Muhammad.